Ja, hallöchen, wunderschönen guten Tag. Heute haben wir Samstag, den 7. Januar. Aufgrund der massiven Schneefälle fliegt der Hubschrauber an die exponierten Hänge und von dort aus sprengen sie die Lawinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie es erkennen können. Das geht schon den ganzen Morgen so. Einige Lawinen sind schon runtergekommen. Das ist zur Sicherheit der Menschen hier im Tal. Jetzt warten wir mal, ob sie das auch noch mal mitkriegen. Es fliegt da in so ein Couloir rein. Sehen wir einen Sprengmeister dabei, Lawinensprengmeister, der speziell ausgebildet wurde. Das sind natürlich alles sehr exponierte Hänge hier oben und auch die ganzen Skigebiete. Muss natürlich lieber die Lawine künstlich ausgelöst werden, als dass das plötzlich unkontrolliert passiert. Und entsprechend sind natürlich dann auch die Spazierwege, Wanderwege gesperrt, solange gesprengt wird. Heute Morgen war strahlenblauer Himmel, jetzt zieht es wieder zu. Jetzt haben sie bereits wieder gesprengt, aber es hat sich nichts getan. Jetzt warten sie ein bisschen weiter oben in Sicherheit, wir prüfen die Lage. Es hat ja wirklich die letzten 3, 4 Tage ohne Ende geschneit hier im Engadin. Oh, eben haben sie es gut gehört. Genau, da drüben haben wir bereits den nächsten Helikopter, der zum Sprengen fliegt. Sind natürlich rechts und links die ganzen Berge werden jetzt von den Schneemassen befreit. Früher war das natürlich nicht möglich, da sind die Lawinen dann auch ins Tal reingedonnert und haben teilweise viele Häuser und sehr viel Schaden angerichtet. Das ist ja Gott sei Dank der heutigen Technik so kaum mehr der Fall, wenn man es richtig im Griff hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Genießen Sie es, haben Sie viel Spaß, alles Liebe, tschüss, Ihr Ernst Krameri.